eine Veranstaltung jagt in diesem Sommer die nächste und so lässt es sich auch der Flughafen in Kapfenberg nicht nehmen, Austragungsort einer ganz besonderen Meisterschaft zu sein. Segelflug-Jugend-Bundesmeisterschaft im Streckensegelflug. Und was wird da passieren am Flughafen? Ja, es ist so, dass wir haben ein Starterfeld von ca. 15 bis 20 Startern und das beginnt so, dass circa zwischen 11 und 13 Uhr diese Segelflugzeuge mit Motorflugzeugen, wie dieses hier zum Beispiel, dann auf eine gewisse Höhe geschleppt werden. Und dann, wenn alle Flugzeuge in der Luft sind, dann beginnen sie einen Streckenflug, das ist ein festgelegter Polygonzug. Und diese Strecke ist dann schnellstmöglich zu überwinden. Und der Erste, der ins Ziel kommt, hat also diese Tageswertung dann gewonnen. Wer darf denn an dieser Meisterschaft überhaupt teilnehmen? Das sind Junioren, Baujahr, also jünger als 1992 und natürlich auch ältere Piloten. Da gibt es einen eigenen Cup dafür, das ist der Kapfenberg Cup. Das ist im Prinzip die gleiche Aufgabenstellung, aber ein eigener Bewerb, damit auch eben ältere Piloten hier oder Pilotinnen teilnehmen können. Ausrichter der österreichischen Juniorenmeisterschaft im Streckenflug und Kapfenberg Cup ist der KSV Motor Flugsportverein in Zusammenarbeit mit dem KSV Segelflug und dem österreichischen Aeroclub. Die Aufgabe bei diesem Bewerb ist, eine vorgegebene Strecke mit Start und Ziel in Kapfenberg in kürzester Zeit zu absolvieren. Der sogenannte Tasksetter variiert die Streckenführung täglich, angepasst an lokale und wettertechnische Verhältnisse, um ein sicheres Fliegen zu gewährleisten. 2 Tage vor Beginn der Meisterschaft gibt es auch einen Trainingstag. Wozu wird der veranstaltet? Ja, also das Training kann sogar auch ein bisschen früher passieren, wenn die Bewerber früher bei uns eintreffen. Wir haben schon eine Nachricht bekommen, dass Teile des polnischen Nationalteams etwas früher hier anreisen werden. Die kommen zum Beispiel zu uns, weil sie das Fliegen in den Bergen noch nicht so gut kennen. Die werden sich ja hier ein bisschen einfliegen, werden sich auch die Tipps von unseren Spezialisten hier holen. Und zum anderen geht es auch darum, dass man ein bisschen die Gegend kennenlernt, auch den Platz ein bisschen kennenlernt und hier schon die ersten Erfahrungen sammelt, die man dann im Bewerb braucht. Welche Strecke wird denn genau geflogen bei der Meisterschaft? Das wird tagesweise festgelegt. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab und von den thermischen Verhältnissen. Im Prinzip geht es über das ganze Bundesgebiet. Es können Strecken dabei sein, die bis zum Beispiel Tirol, Gerlospass oder sonst in doch weitere Entfernungen hinführen. Der Segelsport ist ein sehr anspruchsvoller Sport, aber trotzdem wunderschön. Was ist denn das Besondere daran? Im Segelfliegen ist das Besondere, also was ich empfinde für mich, ist es das, dass man sich fühlt wie ein Vogel. Ja? Man sitzt in einer Maschine, ganz alleine für sich gestellt und genießt die Natur und merkt man dann erst einmal, wie stark eigentlich die Naturkräfte sind, dass es eine Naturkraft so ein Flugzeug in die Luft bringen kann. Das ist das Faszinierende dabei und dass man gleichzeitig damit auch sehr weit fliegen kann. Man kann den ganzen Tag theoretisch fliegen, solange thermisch ist, kann man in der Höhe bleiben, im Fliegen und das ist das Tolle daran, ja, an den Segelfliegen. Und trotzdem auch körperlich sehr anspruchsvoll. Das ist deswegen sehr anspruchsvoll, weil man sitzt hier in einer engen Kabine, muss immer wieder rechnen, man muss sich geistig immer wieder motivieren, hier den nächsten Berg zu finden und auch hier wieder nachzurechnen, ob ich über zu meinem nächsten Thermikpunkt komme oder nicht. Das ist nicht nur Fliegen alleine anspruchsvoll, die Umgebung beobachten, was die Vögel fliegen. Und man fliegt sehr viel den Vögeln nach, den Greifvögeln, die zeigen uns, wo die Thermik ist. Und man muss auch gleichzeitig immer wieder im Kopf nachrechnen, geht es sich aus, aufgrund der Gleitzahl, der Leistung des Segelflugzeuges, dass man hier zu unseren nächsten Thermikpunkten kommen kann. Ja. Als Abschluss der 16. österreichischen Juniorenmeisterschaft findet am 14. Juli nicht nur die Siegerehrung der Juniorenmeisterschaft statt, sondern auch das beliebte Grillfest Music Grill and Fly, was bereits um 12 Uhr an diesem Tag starten wird. Ja, wir haben heuer bereits zum zweiten Mal dieses Music Grill and Fly, unser Fest, haben aber auch schon 3 Großflugveranstaltungen gehabt. Das ist leider momentan aufgrund der behördlichen Auflagen nicht mehr möglich. Es ist sehr, sehr schwierig geworden und darum bemühen wir uns, hier ein kleines Flugzeugfest mit einer kleinen Flugschau jährlich durchzuführen. Aber es wird trotzdem viel geboten für die Zuschauer, für die Teilnehmer. Ich glaube schon, es ist sehr, sehr interessant. Vor allem ist es auch interessant, diese Modellflugzeuge zu sehen, die hier wirklich Lärm machen und praktisch in der Luft wie große Flugzeuge wirken. Wir haben hier ein Team aus Oberrecht, die fliegen mit Jets, mit Eurofighter-Jets. Und das Flugbild ist dasselbe, wie wenn sie einen Originalflieger in der Luft sehen.
Atemberaubende Flugshows, bekannte Gäste und köstliche Verpflegung warten auf Sie am Kapfenberger Flugplatz. Eine Pflichtveranstaltung für alle Fans der Fliegerei. Im Autohaus Huber Kapfenberg wurde der Honda Schauraum umgebaut und kundenfreundlich gestaltet. Grund zum Feiern mit einem Frühschoppen. Wir haben heute eigentlich zwei Gründe zum Feiern. Das erste ist, wir öffnen unseren neuen Honda Schauraum, den wir jetzt nach dreimonatiger Umbauzeit dann fertiggestellt haben. Und wir präsentieren heute auch bei uns im Haus den neuen Ford Focus, der ganz frisch, sage ich mal, aus der Presse gestern bei uns eingetroffen ist. Wir haben heute wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ab 11 Uhr dann einen Radio Grün-Weiß-Frühschoppen mit den Obersteirern, die Stolis, die Hasenberger Buben. Es gibt Würstel, Bier, Getränke, alles gratis heute für unsere Kunden, die das eigentlich ja ermöglichen. Weil wenn die nicht kommen, können wir nichts verdienen und dann können wir nicht umbauen. Und so gesehen ist das heute ein Danke an die Kunden. Wir sind sehr lange schon Partner der Firma Huber und freuen uns auch auf eine erfolgreiche Zukunft in den nächsten Jahren. Und mit diesem wunderschönen neuen Schauraum haben wir eigentlich die Weichen gestellt, dass das möglich ist und erhoffen uns halt auch dadurch gute Geschäfte. Und mir persönlich als Gebietsleiter der Firma Huber war dieses Projekt persönliches Anliegen, dass das auch in der Schnelle und in der Professionalität, so wie man das von der Firma Huber gewohnt ist, auch umsetzen konnten. Und auch das Team, speziell um den Verkaufsleiter der Marke Honda, der Peter Lammer, und der Leiter Dietmar Schöckel haben da wirklich alles daran gesetzt, dass das so auch wirklich ein tolles Fest werden kann und ein wunderschöner Schaum geworden ist. Heute darf ich Ihnen den neuen Ford Focus vorstellen. Er ist ausgestattet mit den neuesten Benzin- und Dieselmotoren. Es gibt ihn in 8 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Neu ist auch die 8-Stufen-Automatik und ist jetzt im Autohaus Huber zum Probefahren. Schöne Autos, flotte Musik und lustige Leute. Das war der Radio-Frühschoppen Autohaus Huber Kapfenberg anlässlich Schauraumeröffnung und Präsentation des neuen Ford Focus.